aber, dass mit dem Beschneidungsurteil vom Landgericht Köln klargestellt worden ist, dass das Recht auf körperliche Unversehrtheit wehrloser Kleinkinder wichtiger sein muss als das Recht der Eltern, ein Kind in eine bestimmte Religionsgemeinschaft hineinzugeben, weil die Beschneidung irreversibel ist, nicht mehr rückgängig gemacht werden kann und deswegen eben das Recht auf körperliche Unversehrtheit wichtiger sein muss als die Religionsfreiheit der Eltern. Wir versuchen mit Integrationsmaßnahmen den Islam in Deutschland heimisch zu machen. Wir freuen uns über neues jüdisches Leben in Deutschland und da können wir nicht zulassen, dass es jetzt eine große Verunsicherung gibt über die Frage, ob in diesen Religionen Beschneidungen durchgeführt werden. Wir brauchen Rechtsfrieden in dieser Frage und der Bundestag muss dazu im Herbst eindeutig Stellung nehmen. Darüber diskutieren wir zusammen mit Imam Fadai und Gülseren Demirel am Donnerstag im Stadtbüro der Münchner Grünen oder live im Internet unter www.grünemünchen.de/live. Seid dabei!